Und Gott sei Dank gibt's auch offene Arme und sehr viel Toleranz. In Marburg zum Beispiel, da hat ein Friseur gerade Deutschlands bürokratische Hürden einfach mal ausgehebelt und einen Flüchtling eingestellt. Geto Mebrato aus Eritrea spricht zwar kaum Deutsch, will dafür aber umso schneller Haare schneiden lernen. Waschen, föhnen, schneiden. Für Geto Mebrato noch eine schwierige Angelegenheit. Der 25-Jährige ist erst seit einem Monat dabei. Gelockt hat ihn nach Marburg die Aussicht auf ein Leben in Sicherheit, Freiheit und ein bisschen Wohlstand. Ich bin glücklich. Der Mino ist gut. Dankeschön, vielen Dank. Ich habe Arbeit. Zu Hause in Eritrea war Geto Bauer und als Protestant politisch verfolgt. Auf seiner Flucht hat er zum ersten Mal Haare geschnitten, allerdings nur bei Männern und nur mit der Maschine. Also muss Geto alles neu lernen. Eine echte Glückssträhne hat ihn in Rolf Limbachers Salon gespült. Also der Geto ist für uns ein perfekter Mitarbeiter, er ist immer pünktlich. Also das, was ja auch kritisiert wird, die deutschen Tugenden, die hat er alle drauf. Er war noch nicht krank, er ist höflich, zuvorkommend, pünktlich. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Marburg an sich auch eine offene Stadt ist. Toll. Allerdings, bisher muss Geto vor allem an der Puppe üben. Denn an seinem Deutsch hapert es noch. Trotzdem, Geto und seine Kollegen wissen sich zu verständigen. Durch Hände und Füße zeigen, erklären, vormachen und nachmachen funktioniert das sehr gut. Ist das eine Schere? Eine Schere. Inzwischen ist Geto ein anerkannter Asylbewerber und darf an einem Deutschkurs teilnehmen. 5 Stunden täglich paukt er mit anderen Flüchtlingen. Sie alle wollen in Deutschland Arbeit finden. Marburg zeigt mit vielen Maßnahmen, wie etwa Langzeitpraktika für Flüchtlinge, wie es gehen kann. Es gibt eine Anlaufstelle, die alle Maßnahmen für Flüchtlinge bündelt. Die Vorteile für die Flüchtlinge liegen darin, entsprechend auch in Ausbildung oder in Praktikum hineinzugehen und Betriebe kennenzulernen, Arbeitsrahmen kennenzulernen. So wie Geto. Er hofft, irgendwann als Friseur seine Familie selbst ernähren zu können und hier im Traumland Deutschland wirklich anzukommen. Nach einer fast 2 Jahre langen Flucht in einem Boot übers Mittelmeer. Kleine Boot, 90 Leute gehen nach 3 Tage mit Wasser nach Italien. Nun ist Geto nah dran an seinem Ziel, auch dank der Initiative von Rolf Limbacher, der allerdings in sozialen Netzwerken immer wieder mit Anfeindungen von rechts zu kämpfen hat, weil er einem Flüchtling eine Chance gibt. Gut, ich habe das ignoriert und wir machen trotzdem weiter. Für uns ist es einfach eine humanitäre Sache und da lassen wir uns nicht von abbringen. Weiter macht auch Geto. Sobald sein Deutsch gut genug ist, will er hier im Salon endlich seine reguläre Ausbildung zum Friseur beginnen.